Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Simulator 2013. Es ist die 43. Folge. Wir fahren ein Szenario auf der Seebergbahn. Und zwar Container nach Berndorf mit dieser wunderschönen V200 im EBW-Design, wo man hier unten auch dieses wunderbare hier Spray-Zeug angebracht hat. Und wir gucken jetzt mal, was uns da so erwartet. Hallo, wenn der RE nach Eimsfeld weg ist, fahren Sie erstmal vor nach echten Bahnsteig Gleis 1. Beachten Sie bitte Ihre Höchstgeschwindigkeit von 80 für diesen Auftrag. Ja, das machen wir natürlich. Echten ist da vorne irgendwo. So. Ich will mir hier kurz das Licht einschalten. Ja, ist es. Man sieht nichts auf der Strecke davon. Doch ein bisschen da vorne. Wie süß. Ja. Da ist auch der. Ja, hier. So, wir fahren jetzt vorne zum Bahnsteig. Das machen wir. Bleiben wir hier stehen. Warten. Es ist früh am Morgen, wie man sieht. 6:30. Der See schläft noch. Dort drüben ist er. Wechseln Sie die Richtung. Fahren Sie nach echten Ostindustrieabstellgleis 1. Kuppeln Sie dann alle Waggons an, die auf dem Gleis gehen. Das werden wir. Wir wechseln die Richtung. Und zwar so. Ja, so. Und verlegen hier nochmal alles. So, zack. Das runter, das so. Da kommt sie angefahren. Ha, wie süß. Vor der Einfahrt hat leider eine Störung. Da fragen Sie bitte die Weiterfahrt. Mit See. Boah. Kann es nicht sein.
bisschen gebremst. So. Das hatte ich schon erfahren, hoffe ich mal. Ab hier ist 40. Kleiner Zugang zum See. Gucken wir langsam auf die bereitgestellten Waggons zu. Ein bisschen Bahnübergang. Das war zu früh. Scheiße. Naja. Jetzt geht es erstmal zurück nach Echtem. So. Dann wechseln wir hier noch schnell mal den Führerstand aus. Waggons sind dran, wunderschön. 4 Stück haben wir an der Leine. Ja, in die Hölle. Jetzt können wir auch ein bisschen schneller fahren. Ein Ausflugsdampfer, wie schön. So muss es doch sein. Hier sind noch 40. Nehmen wir mal kurz raus auf den See. Ah.
Ja, er erwacht langsam zum Leben. Ist, glaube ich, schon etwas heller geworden. Hier die Küstenstraße. Das ist zu viel. Lassen wir jetzt erstmal so. Irgendwie noch ein bisschen die Waggons zu. Die echt tolle Geräusche haben, finde ich. Hier in Echten müssen Sie nun noch die beiden Waggons von Echten Abstellbahnhof 4 mitnehmen. Fahren Sie weiter bis zum Rangierhelfer, dort erhalten Sie weitere Anweisungen. Das machen wir noch glatt. Der Rangierhelfer, wo ist der denn? Hat sich anscheinend da vorne hingestellt. Ja, von ihm werden wir weitere Anweisungen erhalten, denke ich mal. So. Gucken wir mal, wo der Rangierhelfer ist. Der wird uns jetzt sagen, wo es hingeht. Ja. Er befühlt gerade noch einen Baum. Das ist eine Funkverbindung zur Zentrale. Stellen Sie die Weiche hinter dem Zug. Achten Sie darauf, dass der letzte Waggon nicht mehr auf der Weiche steht. Wenn Sie mit dem letzten Waggon über das Signal gefahren sind, müssen Sie sich die Freigabe erfragen. Hinter dem Zug. Diese Weiche ist es. Ja. Die werden wir stellen. Na, wo haben wir das? Hier. Ist auch gestellt, ne? Ja. Sieht gut aus. Alles klar. Und dann fahren wir auch zurück. Abstellbahnhof 4, jawohl. Haha. Schön. Unser Holz hier mal fachgerecht einparken. Mein Gott. Was für Geräusche. Bremsen wir schon mal ein bisschen. Das ist übrigens ein Szenario von Trip. Der das Ganze hier erstellt hat. Ich habe das im Railsim-Forum gefunden. Sehr gut. Fahren Sie vor bis zum Ausfahrsignal. Sobald es die Signalisierung erlaubt, geht es hoch nach Seeberg, Abstellbahnhof 6. Aha. Na gut. Das machen wir. Auf zum Ausfahrsignal.
Das sogenannte ASIC. Wenn wir jetzt mal anfangen. Jetzt können wir auch weiter. Schön. Es klappert. So, das nächste Hauptsignal ist auch auf Fahrt geschaltet. Letzte Waggons sind auch über die Weiche. Diese Lok wurden früher auch Intercities betrieben. Bis das dann alles langsam wurde. Ich glaube, die hat eine Höchstgeschwindigkeit von, steht das hier irgendwo, 140, ja. Zur Einführung dieser Lok war das sehr schnell. Da durfte dann auch noch Intercities und Fernverkehrszüge damit. Vielleicht auch, erfahren es vielleicht damals auch die Züge. So hieß das ja früher, ne? Ein wunderschöner Güterzug. Nur 80 fahren. Vielleicht wieder einen steileren Berg hier anziehen. Gott.
bisschen das Bahnpanorama. Können wir ein bisschen ausrollen lassen hier. Da stehen wir. Wahrscheinlich müssen wir hier oben auf die Strecke drauf. Hinten geht die Sonne auf. Schön. Nicht zurückrollen. Hat sie jetzt aber schon mächtig. Zu ziehen. Das Cockpit hier an. Ganz an Fahrstellen. Steht nichts drauf, wunderschön. Ladegewicht. 58 Tonnen. Stellen Sie alle Waggons auf Seeberg Abstellbahnhof 6 an. Okay. Das tun wir. Alle Balance abstellen. Zack.
Gut gemacht. Ziehen Sie vor bis zum Rangierhelfer. Dort erhalten Sie weitere Anweisungen. Die Freigabe müssen Sie erfahren. Na, die Genehmigung haben wir. Wir werden also weiterfahren hier. Bremse lösen. Zum Glück muss man keine Türen zumachen. Professor Dr. Signalhelfer ist heute der Helmut. Steht ja da vorne, würde ich mal meinen. Ja, da steht er. Da steht er. Also nicht zu schnell am Signalhelfer vorbei. Rangierhelfer vorbeifahren. Bisschen vorfahren. So. Jetzt aber Stopp, ne? Ja, man wird uns das jetzt sagen. Wo ist er? Hier. Er sucht schon nach Ausreden auf dem Boden. Fahren Sie über Seeberg Abstellbahnhof 4 auf die andere Seite. Kuppeln Sie dann die Waggons von Seeberg Abstellbahnhof 5 an. Die Weichen müssen Sie selbst stellen. Mhm. Fahren Sie über Seeberg Bahnhof Abstellbahnhof 4 auf die andere Seite. Mhm. Ah, also das hier ist das. Was wir benutzen sollen. Stellen wir diese Weiche um. 4 müsste auch frei sein. Ja, das ist alles gut. Der Weg ist frei. Fahren wir ein Stück. Stehen wir eigentlich so? Nö, wir stehen ja eigentlich nicht auf einer Weiche. Wir stehen doch auf einer Weiche. Scheiße. Jetzt unter meinen Füßen umgestellt. Ich hoffe, das war nicht diese Weiche. Kriege ich das denn jetzt raus? Ne, die war ja schon gestellt, die haben wir umgestellt, alles klar, muss dann eigentlich passen. So. Dann drehen wir. Wechseln das Köpfchen. Arbeiten, mein Gott. Und wir müssen nachher auf 5. Dann mache ich hier rein. Ja, alles klar. Gut. So. Gott. Boah, Alter, hier ist aber ganz schön Verkehr.
sind jetzt auch. Wo müssen wir hin? Da. Also müssen wir diese Weiche umstellen. Stimmt das? Ganz schön Verkehr. Scheint. Ja. Das sieht doch schon mal gut aus. So ein bisschen bremsen, jetzt knallen wir den weg. Sanft! Sobald es die Signalisierung erlaubt, geht es nun weiter nach Berndorf. Ja, da müssen wir hin. Die Waggons sind dran. Ja, komplett mit. Das ist richtig lange mit dazu. Signalisierung erlaubt das auch. Wieder runter nach Berndorf. Vor dem Tunnel steht das Signal. Ich weiß aktuell gar nicht, wie es gestellt ist. Darum fahren wir mal ganz lang drauf zu. Das ist auch dieser verschissene Balken. Ach ja. Gut. Durch die langen Tunnel. Da sind wir irgendwie auf den Pass gefahren und haben uns dann in der Hauptstrecke eingefädelt, kann das sein? Und dann fahren wir jetzt oben auf diesen Bergrücken entlang. Aktuell zwar durch einen Tunnel, aber bergrückig sozusagen. Sogenannter Shinkansen-Tunnel hier. Wer die Folge gesehen hat, weiß, was ich meine. Ewig lange Tunnel. Tolles Alpenpanorama hier.
Fahrer verpeilen. Ja, wir dürfen nur 80 fahren. Interessant, interessant. Doch wieder alles gegen hier. In allen Landschaft. So. Da oben. Haha. Schön steiler Berg hier, ne? Kein Stück. Taurus. Ja, das ist ein Taurus. Könnte auch 101 gewesen sein. Alles nur Vermutungen. Haben wir es denn noch? 6,71 Kilometer. Oh. Hubbel, hubbel. Ja, so. Das ist gerade so schnell. Geht doch gar nicht. Was sind das hier für komische Zeichen? 55, 70. Schon Mist. Drehung pro Minute. Temperatur. Mhm. Ja, auch sehr viele Schalter umgesetzt. Mein Gott. Auch so wirklich alt mit Plastik und sehr schön. Okay, ne? Bremse. Etwas Gas geben.
Noch 3 Kilometer bis Berndorf. Ja, 40 Minuten sind wir hier schon am Rumschaffen. Dass uns da die Wagen rausspringen. Das möchte ja keiner. Da vorne dürfen wir nur 40 fahren. Wenn Sie alle Waggons außer den Tankwaggon auf Berndorf Abstellbahnhof 3 ab. Aha. Tankwaggon dran lassen. Okay, das machen wir. Gleis 3, Kasimir. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen bremsen. Und da nicht zu schnell ranfahren. Done. Kuppeln wir alles ab, außer den Tankwagen. Kann man abkuppeln? Kann man die eigentlich auch so abkuppeln? Das soll ich ja mal ausprobieren. Kann man. Ja. Sie haben sich vermutlich schon über den Tankwagen in den Containerzug gewundert. Der muss nun noch hoch nach Dissen. Sobald es die Signalisierung erlaubt, geht es weiter. Es kann aber etwas dauern. Okay. Wir warten. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal zum ASIG vorziehen. Oder wie sieht das aus?
schon. Müsste eigentlich das hier grün werden, oder? Ja, was ist das jetzt hier? Ich würde ja sagen, wir ziehen vor bis zum Ausfallsignal davor, ne? Ah, dann hätte es doch da gestanden. Machen wir es einfach mal, aber wie will ich ja eigentlich in den Bereich von dem in der Regionalbahn da fahren, ne? Das ist doch scheiße. Ja, gucken, was hier passiert. Dann wahrscheinlich dann auch auf das gleiche Gleis fahren wie diese Regionalbahn da hinten, diese hier. Abfahren. Ich denke auch mal auf den warten hier. Aha. Können wir noch kurz ins Butterbrot beißen? Ja, das geht. Ich könnte was trinken. Ich trinke noch kurz was. Ja. So. Professor Dr. BR-294 ist da noch schön am Rumrangieren. Ich hoffe, wir dürfen jetzt gleich auch mal losfahren. Oh Gott, da kommt ein Nordzug. Nein, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hoffentlich ist die Weiche richtig gestellt. Ja, ich sehe. Sehr schön. Jetzt dürfte es eigentlich gleich frei sein. Der Interregio, ist es ein Interregio? Ist es nicht? Ich glaube schon. Wenn der vorbei ist, dürfen wir fahren. Jawohl, schön. Haha. Können wir unseren kleinen, süßen Tankcontainer. Ich
Aha. Ich dürfte mir auch auf Streckengeschwindigkeit beschleunigen. Nach diesem. Hier gibt es bestimmt noch ein paar schöne Skigebiete in den Bergen. Ja, wenn ihr noch weitere Szenarios davon sehen wollt, müsst ihr das einfach in den Kommentaren schreiben. Ich werde die Seite, wo der gute Trip seine anderen Szenarios vorgestellt hat, auch unter dem Video verlinken. Dann könnt ihr die auch selber mal fahren. Ich denke, da sind noch ein paar interessante dabei. Ich muss zwar immer ein bisschen Rollmaterial einbauen, aber... Das sollte doch zu schaffen sein. Kommt uns jemand entgegen, wie schön. Zu schnell. Hier geht es jetzt nochmal den Berg hoch, meine Fresse. Geschwindigkeit schwankt auch immer so komisch. Da kommt doch das erste Sonnenlicht an den Bergen, glaube ich. Oh. Wie schön! Und dieses kleine Alpental. Geht ja stetig bergan hier. Drei Kilometer sind wir in Dissen. Aber gehört, im Tunnel muss man hupen, damit die Kinder vor dem Tunneleingang weggehen. Kann das sein?
Ach, in diesen sind wir doch mit dem Krokodil losgefahren. Kann das sein? Diese Kurve kommt mir doch so charakteristisch vor. Ich meine schon. Es kommt eine Regionalbahn in den Fuß. Verschoben von einer BR-143. Ja. So muss es sein. Dann werden wir noch bis diesen Wartungsschuppen durchfahren, wie schön. Ja. Der Ausgangspunkt unserer Krokodilfahrt. Ich denke mal, mit der Krokodil werden wir auch noch mal einen Ausflug machen. Ich weiß noch nicht genau wo, aber wird bestimmt stattfinden. Oder eher gesagt mit dem Krokodil, mit dem österreichischen Urgestein. Ja, was ist denn jetzt mit unserem kleinen süßen Tank? So, nun zurück nach diesem Wartungsschuppen 1. Welche wird ja wohl dann gestellt sein, wenn der Mann nichts anderes sagt, ne? Achso, die Ladung Superbenzin nehmen wir jetzt mit. Was ist denn da drin? ZZW. Nix. Die Endnummer kann man nicht erkennen. Ah. Ja, ich denke mal, das ist das Ende unserer Reise. Wie haben wir das denn hier mit dem Prellbock gelöst? Ja, das ging ja noch. Er wird jetzt mitgewartet. Sehr schön. Wir lassen unsere Lok jetzt hier stehen. Geschafft. Machen Sie jetzt erstmal eine Pause. Ja, wir machen eine Pause und ich hoffe, es hat euch gefallen und kommentiert das doch mal bitte. Ob ihr noch mehr so Güterverkehrs-Sachen sehen wollt, dann mache ich das natürlich mal. Wir haben ja auch letzte Folge schon ein bisschen Güterverkehr gemacht. Oder eher, nee, Quatsch, wir haben ja eine Rettungsaktion gemacht, ja. Ja, wie gesagt, kommentiert das doch bitte. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mich auch gerne abonnieren und auch bei Facebook posten und liken, wie ihr auch wollt. Ja. Ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.